Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Snapshot-Vorstellung. Und Dienstag ist das Snapshot 18W20A herausgekommen. Und beziehungsweise gestern ist das Snapshot 18W20B rausgekommen. Und ich möchte euch nun die Neuerungen und Änderungen vorstellen. Und ich würde sagen, fangen wir mal an. Es ist hier keine neuen Blöcke oder sowas, sondern eigentlich nur Changes zu IDs. Also als erstes hat man bei den Neuerungen, ja, bei der einzigsten Neuerung, obwohl ne, hole ich noch zu den anderen Neuerungen. Auf jeden Fall ist man 20A Snapshot. Jetzt bei den Teams, beim Team Command, kann man jetzt eine Präfix und eine Suffix hinzufügen. Man macht zum Beispiel irgendwie Team und jetzt irgendwie haha, haha, haha oder einfach ja, Street oder so, keine Ahnung. Und jetzt könnten wir Präfix oder so hinzufügen. Weiß ich auch nicht, wie er funktioniert. Create a Team. Team. Wie steht es hier im Wiki? Achso, Option. Option. Street. Und dann könnten wir jetzt hier jetzt auch schon so machen, dass wir hier Präfix. Ich weiß nicht, was so alles bedeutet. Was ist auch Prefix? Keine Ahnung, ey. Einfach können wir jetzt Prefix und einen Suffix hinzufügen. Ich weiß jetzt noch, was das bedeutet. Ich habe mich nie mit diesem Command beschäftigt. Mit dem Team-Command. Ah, vielleicht gibt es da so ein paar Leute unter euch, die davon was verstehen. Und für die könnte es sicherlich nützlich sein. Wie cool aussieht denn doch, oder? Gehen wir rein. Ansonsten wurden jetzt noch ein paar IDs geändert. Also zum Beispiel heißt jetzt eine White Pressure Plate Heavy. Heißt es jetzt Heavy Weighted Pressure Plate und die Light hieß früher Weighted Pressure Plate Light. Die heißt jetzt Light Weighted Pressure Plate oder zum Beispiel Prismarine Bricks Slab heißt jetzt Prismarine Brick Slab, also ohne S. Ja. Ansonsten ja, wurde ganz viele Sachen so geändert. Zum Beispiel heißt jetzt Spawn Blaze, heißt jetzt Blaze Spawn Egg. Ne, oder, keine Ahnung, Spawn Magma Cube heißt jetzt Magma Cube Spawn Egg. Ne. Und zum Beispiel beim Blitz heißt der früher Bolt of Lightning und jetzt hat er auch Lightning Bolt als ID. Ansonsten, natürlich wäre es interessanter für das Spiel. Und zwar, kennt ihr jetzt ja beim Survival Mode, da kann man in einem Bett nicht schlafen, wenn Monster in der Nähe sind. Ja. Und das ging in Creative Mode dann auch nicht. Also, selbst in Creative Mode konnte man nicht schlafen, wenn Monster in der Nähe waren. Das wurde jetzt geändert. Das heißt, ab der Version könnten wir jetzt auch im Griff-Modus im Bett schlafen, auch wenn Monster in der Nähe sind. Ansonsten Welten, die jetzt in älteren Snapshots erstellt wurden, können jetzt wieder geöffnet werden mit der Version hier. Da gab es, glaube ich, in den letzten Snapshots ein paar Probleme, dass sie hier komplett rumgebackt haben und so. Das können wir jetzt hier halt wieder. Wir können jetzt in die Welt einfach reingehen. Und, ja. Ansonsten beim 20B Snapshot. Da, wurden jetzt Übersetzungen für Potted Plants hinzugefügt. Also zum Beispiel für Potted Cactus. Ich glaube, das ist ein bisschen mit einem Blumentopf hier. Ne, Pot. Und dann können wir zum Beispiel so einen Cactus nehmen. Und dann, müsste ja irgendwie so Cactus oder sowas heißen. Ich weiß nicht, 3 oder so. Genau, ja, steht hier. Minecraft Potted Cactus. War schon früher nicht da und jetzt schon. Wollen wir zum Beispiel auch hier so ein Sapling haben. Ja, kann man hier auch einsetzen. Würde jetzt auch stehen, Minecraft hier eine Potted Oak Sapling. Gut. Ansonsten gibt es noch einen neuen Splash Text. Und da ist jetzt All Rumors Are True. Das ist jetzt Rumor, ich habe keine Ahnung, das ist ja so ein unbekanntes Wort für mich. Ich gucke eben nach. Rumors. So, Gerüchte. Aha. Alle Gerüchte sind. Ja. Alle korrekte Gerüchte sind korrekt. Slash Tags. Also anscheinend ne, sind die Gerüchte meistens richtig. Komplett richtig. Zumindest sagt es Mojang so. Gut, dann würde ich sagen, mehr Sachen gibt es in diesem Snapshot nicht. Weil der vielleicht dies, geändert, irgendwie fängt Mojang jetzt hier mit irgendwie an. Kann sich dann die IDs herumbeschrauben.
Ja, ich weiß, ob es in den nächsten Snapshots dann auch wieder, in den nächsten Snapshots immer noch so ist. Ich bin auch mal gespannt, wann die 1.32 jetzt mal released wird. Ich weiß nicht. Ich denke, das ganz große, das will ich jetzt nicht sagen, dass jetzt noch kommt. So ganz große Dinger irgendwie mit neuen Mobs oder so, will ich jetzt nicht sagen. Ich denke, die machen was mit ID und so. Dann würde ich sagen, was ist gewesen von der heutigen Snapshot-Vorstellung. Hat euch gefallen, von das eine Postierung da. Hab ich nicht vergessen. Und tschüss.